Ihr habt den Kreis unterbrochen. Die Geister können uns erreichen. Und jetzt? Ich muss mich um sie kümmern. Ihr Majestät müsst den Exorzismus vollenden. Du sollst verflucht sein, Hänselt! Durch Blut und Feuer! Es geschieht durch Blut und Feuer! Ein fallender Stern durchschneidet den Himmel und markiert mit einem Blutstreif seinen tödlichen Weg. Narren lassen sich von Bischofen blenden, die im vor Gleißenden Goldes gebannt sind. Das Einhorn bricht uraltes Fett und beschleunigt die Ankunft der gerechten Strafe durch Schmerz und die Allgewalt der luftverzehrenden Flamme, durch das Totengerippe unschuldig gemeuchelt. Erfüllt sich die Prophezeiung. Wie ich es prophezeit habe, kannst deinem Schicksal nicht entgehen. Du sollst verflucht sein, Hänselt! Nein. Durch Blut und Feuer! Es geschieht durch Blut und Feuer! Ein fallender Stern durchschneidet den Himmel und markiert mit einem Blutstreif seinen tödlichen Weg. Narren lassen sich von Bischoppen blenden, die im Verrat gleißenden Goldes gebannt sind. Das Einhorn bricht uraltes Recht. Beschleunigt die Ankunft der gerechten Strafe durch Schmerz und die Allgewalt der luftverzehrenden Flamme durch die verkohlten Gerippe unschuldig gemeuchelter. Erfüllt sich die Prophezeiung. Du wirst sterben, wie ich es prophezeit habe. Du kannst deinem Schicksal nicht entgehen. Du sollst verflucht sein, Hänselt! Durch Blut und Feuer! Es geschieht durch Blut und Feuer! Ein fallender Stern durchschneidet den Himmel und markiert mit einem Blutstreif seinen tödlichen Weg. Narren lassen sich von Bischoppen blenden, die im Vorgarten gleißenden Goldes gebannt sind. Das Einhorn bricht uraltes Recht und beschleunigt die Ankunft der gerechten Strafe durch Schmerz und die Allgewalt der luftverzehrenden Flamme durch die verkohlten Gerippe unschuldig gemeuchelter. Erfüllt sich die Prophezeiung. Jetzt, Majestät. Ich fass es nicht. Es hat endlich funktioniert. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es hat geklappt. Bist du sicher? Sicher bin ich nur, dass ein Zwerg unter einem Troll durchpasst, auch auf Zehenspitzen. Aber ich glaube, dass es gut gelaufen ist. Gut für mich? Gut für dich. Aber schlecht für Edirn. Meinst du? Puh, also, wie ihr seht, das habe ich nur hinbekommen, indem ich nochmal Schwalbe und Weidkauz genommen habe. Und ja. Ja. Die Erlösung vom Fluch verdankt ihr Saskias Großherzigkeit. Ihr solltet eine Dankesdelegation entsenden, Herr. Ich werde ihr persönlich danken, wenn du den Fluch vom Schlachtfeld genommen hast. Das Unterfangen ist noch schwieriger. Ich glaube an dich. Glaube kann Berge versetzen. Eben. Darum brauche ich ein Artefakt, das für den Glauben steht. Ich weiß, ich weiß. Detmold sagte es schon. Ich gebe dir das Medaillon. Aber jetzt brauche ich erstmal was zu trinken. Gehen wir zum Zelt. Ich lasse den besten Wein holen. Den hast du dir verdient. Ja, definitiv. Level aufgestiegen. So, 2 Talente sogar.
Jetzt kann ich aber ruhig hier mal noch ein bisschen aufbauen. Das ist ein verstärktes Quenzzeichen, okay. Und was benutze ich noch? Was Magieintensivierung oder Entlastung? Das Quenzzeichen richtet reflektierten Schaden auf mehrere Ziele. Ja, gut, ist auch eigentlich gut, aber Quen benutze ich einfach gar nicht so oft. Magische Energie. Ich glaube, das kann nicht schlecht sein, hier generell unsere Zeichen zu intensivieren. Ja, steht da immer noch Level aufgestiegen. Okay, ich hab's geschafft. Ihr hättet das natürlich schon viel früher geschafft. Ihr hättet da nicht 5-mal gebraucht. Da bin ich mir sicher. Hä, lauf ich? Nee, ich lauf richtig. Den Bach können wir nur hier überqueren. Ich sollte vielleicht doch mal hier was ins Lager tun, damit ich nicht immer das Problem habe, dass ich so schnell voll bin und langsam laufe. Das Leben geht bisweilen seltsame Wege. War das bei dir? Vor einigen Jahren. Wer fragt, geht nicht fehl. Ja, das ist toll. Etwas kaufen? Hey, wollen wir mal eine andere Frisur wieder? Ich probiere die einfach mal nur aus. Rivischen Pferdeschwanz? Das ist doch eigentlich das, was ich habe, oder? Meine ich. Eichhörnchenschwanz. Auf Elfenart. Wir machen jetzt mal alles durch. Ich meine, das hier habe ich. Deswegen gebe ich dir auch nicht mehr. Was geht uns die hohe Politik an? Wir sollten unsere eigene Meinung haben. Ach, das hatte ich vorher, ja. Wer fragt? Eichhörnchenschweif? Dafür haben wir ja das Geld. Sonst geht es zu wie bei der Mühle in Stützing. Die hat der Schmied von Werbling übernommen, indem Sieht er die Müllerswitwe geheiratet hat. Sieht ja genauso aus. Wer fragt? Auf Elfenart. Dann sollten wir wenigstens unseren Protest zum Ausdruck bringen. Ausspucken beim Anblick der Schwarzen, das den Kopf steht abwenden, ihm nicht. Ihnen auf die Zelte pissen. Auch wenn ich glaube, dass er bei Witcher 1 tatsächlich so aussah. Wer fragt, geht nicht fehl. Da, mir steht der Sinn nach einem Zwergenzopf. Er kostet am wenigsten, also wird es auch nicht besonders aussehen. Ach so, halt einfach geflochten, okay. Wer fragt, geht nicht fehl. Seiten rasiert. Ach, das hatte ich. Flößerfrisur. Wir müssen ja mal ein bisschen das Geld ausgeben. Hier gibt es Trolle? Ja, gibt's. Einfach so. Was ist das sieht so eigentlich komisch? Auch gar nicht so schlecht aus. Tote, aber ich glaube tatsächlich, fragt, geht nicht die Frisur, die ich hatte, die gefällt mir schon am besten. Ja. Was ist mit den Brücken? Und bei dir war das Lager nicht wahr? Bei dir das Lager? Sieh dich nur. Ja. Da tue ich jetzt erstmal diese Schwerter rein, die ich gar nicht mehr nutze. Einfach nur, weil die aus Witcher 1 sind und deswegen eben nicht verkaufen möchte. Das brauche ich. Zeldkirks Rüstung. Kann sein, dass ich das jetzt bald brauche. Das andere kann ich verkaufen. Nee, eine wollte ich, sorry. Eine.
Oh. So viel haben wir ja hier gar nicht. Die Tränke brauchen wir immer. Oh, die ganzen Bücher, ja, die wiegen ja nichts. Die Trophäen. Eldens Trophäe. Oh, toll. Das können wir mit uns rumtragen. Können wir das auch ausrüsten, so auf die Nase. Das geht aber auch noch. Hier, mein Handwerkszeug. Das, was viel wiegt. Kann ich nicht mit den Harpienkrallen diese Messer machen? Aber ich hab halt das Schema nicht dazu. Ich brauche jemanden, der mir das macht. Leder, können wir zumindest mal ein bisschen was ablegen. Sorry, das ist jetzt auch gerade natürlich wieder langweilig. Aber ja, wie gesagt, ich will mal ein bisschen was ablegen. Tuch. Ja, komm. So. Naja. Die hocken doch in den Felsen. Wer verirrt sich denn? Sieh dich. Das braucht man nicht und das braucht man nicht. Aber herstellen kannst du ja nichts, ne? Die Schmiede hab ich. Nicht, aber wo sollen sie das tun, wenn da drin. Er sagte, sie sollten. Weil ich will unbedingt die Wurfmesser wieder haben. Die gefallen mir besser als die Bomben. Wo kommst du denn jetzt her? Wie hier war. Hier? Bei dir? Kannst du das? Oh nee, der kann auch nur das, was ich als Schema habe, oder was? Kann mir einer von euch sagen, wie ich diese Wurfmesser herstellen kann? Ein gezüchteter Soldat. Aber wo ich die kriege? Also? Kann ich die einfach nur kaufen? Hier. Ah ja. Alles gut. Ausgewogenes Silberstilett. Komm, nehme ich alles. Alles, was du hast. Exzellentes, ausgewogenes. Ja, super. Nehme ich alles. Die nehme ich nicht. Obwohl die vielleicht noch so ein bisschen Rost in die Wunde bringen, dann entzündet sich das noch. Aber das dauert zu lange. Das geht nicht. So. Sonst noch was? Warte mal. Obwohl. Nee. Schema. Was Schwert aus. Nee. So, okay, jetzt haben wir's. Jetzt schnell feiern.
Das habe ich mir definitiv verdient. Der König ist beschäftigt. Komm heute Abend wieder. Wie? Ich kann nur für dich hoffen, dass du kein Soldat bist. Ach, ich sollte das abends machen? Geh zu König Hensels Zelt, da steht nichts von abends. Meine Güte. Da haben wir aber viel gemacht. Der Exorzismus ging für König und Hexer glimpflich aus. Geralts Hart wird noch heute besungen. Hänsel war's zufrieden. Aber wer glaubt, dass er dem Hexer um den Hals fiel, liegt falsch. Die Dankbarkeit von Catwins Herrscher war nicht von der überschwänglichen Sorte. Immerhin lud er Geralt zu einer Privataudienz ein. Auch da steht nichts von abends. Was soll das denn? Ich glaube, es hackt. Ja gut, dann meditieren wir eben. Und es ist schon fast Abenddämmerung. Was wollen die eigentlich? Darf ich immer noch nicht? Der König ist beschäftigt. Komm heute Abend wieder. Es ist Abend. Also das finde ich nicht in Ordnung. Wollte ich denn sonst eigentlich noch was machen? Ja, Lauf der Ereignisse ist noch nicht weitergegangen. Das geht auch nicht. Na gut. Dann bleiben wir dabei. Mhm. Genau. Dürfte ich jetzt bitte? Der König ist beschäftigt. Komm heute Abend wieder. Es ist abends. Das finde ich schon ziemlich frech. Gut, dass du da bist. Heute Morgen ist ein Bote aus Redanien gekommen. Vorlesen. Der König von Redanien, Radovid der Fünfte, Sohn des Wisimir und der Hedwig von Maleore, Erbe von... Zur Sache! Es entspricht nicht der Wahrheit, dass Temerien nach dem Tode von König Foltest ohne... Es trifft nicht zu, dass Foltest keinen rechtmäßigen Erben hinterlassen hat. Und wer erbt nun? Königin Adda, Tochter des Königs Foltest, Gattin des Radovid. Adda? Wo doch jeder weiß, dass sie die Frucht von Blutschande ist. Geralt, soviel ich weiß, lastet doch ein Fluch auf ihr, nicht wahr? Den habe ich von ihr genommen, richtig. Stimmt. Foltests Tochter war eine Striege, aber ich konnte den Fluch aufheben. Sonst wäre eine Ehe mit Radovid auch schwer vorstellbar. Mir scheint, du hast den Fluch schon zweimal aufgehoben. Entschuldigung, ich habe gerade getrunken. Vielleicht muss ich es noch ein drittes Mal tun? Ach komm. Der Fluch ist aufgehoben, Majestät. Das würde ich gerne glauben. Adda könnte neuen Appetit auf Menschenfleisch entwickeln. Bestell König Radovid, dass ich nicht daran denke, ein Monster mit einem Königstitel zu ehren. Und wenn Redanien nicht will, dass... Was ist hier los? Wache! Erstmal meine Wurfmesser hier ausrüsten.
Ich hätte jetzt doch dem König Henselt noch gesagt, ja, toll, du hattest auch einen Fluch. Geht's noch? Da ist Ada nicht anders als ihr. Okay, das war dumm von mir. Oh, ich sollte mal weg. Oh, die haben ja schon ein ganz schönes Gemetzel hinterlassen. Wow, 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 okay. Ist gut. Nein, das ist Schwachsinn. Wohl nicht total Schwachsinn, aber... Moment. Ich sollte trotzdem lieber zum Beispiel das machen. Oh. Ja, Mann. Wieso ging das jetzt nicht? Shit, ich bin überhaupt nicht gut darauf vorbereitet.